Moin Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge Lick. Wir probieren heute den neuen Master Yi Skin aus. Ich habe ihn direkt gestern netterweise gegiftet bekommen. Grüße gehen hier raus an den guten alten Liam. Und ich habe mir gesagt, oh lol, er hat auch eine neue Stimme bekommen. Das ist natürlich extrem geil. 1350 Ride Points kostet er momentan, ist gestern im Shop quasi erschienen. Wir wollen heute mal ein bisschen anschauen, was der junge Mann kann. Mit dabei ist auf der Top-Lane der gute alte Martin, der MS Chosen One, der mich heute unterstützt. Er ist auch im TS. Grüße. Moin. So, bist du bereit? Du spielst heute gegen Wukong. Das heißt, dass dein Matchup geht eigentlich relativ fit. Übrigens, man startet am besten mit der Corruption Potion. Das ist am einfachsten für dich. Weil er sehr, sehr viel Sustain hat auf der Lane. Aber die würde ich auf jeden Fall ausbauen bei dir. So, was sagt er ihm natürlich auch nicht im Ladebildschirm? Nein, natürlich nicht. Nee. Du musst den Klugscheißer-Modus immer anschalten. Wenn du, ne? Klugscheißen kann ich selber spielen, das wird sich gleich zeigen. Da muss ich mal das Maustempo ein bisschen runter regulieren, sonst kriege ich hier gleich Cancer AIDS. Ja, ich bin froh, dass ich nicht mit dem Supporter-Item gestartet bin. Ja. So als Main-Support, so Standard. Oh, okay, ich bin, by the way, echt überrascht, wenn mit Thalia in der Mitte, das sieht man heutzutage auch nicht mehr so oft. Thalia. Find sie auch nicht unbedingt stark. Nö, richtig gespielt ist es gar nicht so schlecht, aber nicht richtig gespielt ist ja halt, ja, sei es mal drum. Der Backport, gucken wir uns den mal an. Das ist eigentlich relativ Standard. Sieht ganz cool aus, aber auch nicht super tolles. Hört sich sehr metallern an, dieses. Das muss ich sagen, ist cool an ihm. Was kostet denn der gute Skin? 1350. Also ist, sagen wir mal, im Rahmen von einem teureren Skin. Ob sich das lohnt, werde ich dir nach dem Spiel sagen. Er hat halt die gleichen Sprüche, aber nur eine veränderte Stimme, die ist irgendwie halt so, klingt etwas blechern. Das ist ganz interessant. Die Q hört sich übelst geil an, weil du auf einmal dieses metallene Schwertgeräusch auf einmal überall hörst. Das ist geil gemacht. Ich muss sagen, Project gefällt mir momentan noch besser, aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern, wenn ich den ersten Kill habe. Komm nach oben, wann bist du Level 3? Jetzt, ne? Warte, engage mal nicht weiter. Warte da ab. Wann hast du dein Schild wieder ready? 10 Sekunden, das ist aber zu lange. Dann engage. Go. Ach, fuck. Hab ich. Komm schon, stirb. Na? Nein, warum bin ich zurückgegangen? Ah, Mann! Der letzte Tick. Ja, ich hab gedacht, der stirbt jetzt noch am Red Buff, aber das war meine Schuld. Ich hab gedacht, ah, jetzt komm und nein. Anscheinend nicht, aber jetzt kannst du erstmal die Wave reinpushen und dann kannst du selber weggehen. Denk aber dran, der könnte natürlich mit dem Teleport relativ schnell wieder zurückkommen. Alter. Ist die Thalia, scheiße. Oh, Thalia. Dato, nicht so. Top. Gehen mal ganz kurz nach unten. Aber das war nicht schlecht von ihm. Yes! Nein! Egal, 2 gegen 1 getauscht, das ist schon in Ordnung. Jetzt habe ich ein bisschen Kohlen am Start. Könnte schlimmer sein. Worth. Den Kill bekommen, K6 ist natürlich nicht so schön, er aber noch Level 3, ich Level 4. Das geht alles, ist alles im Rahmen. Oben hast du farmtechnisch ein bisschen aufgeholt. Wie gesagt, Corruption Potion hätte ich noch jetzt ausgebaut, aber kannst du auch so machen. Du gehst jetzt erst auf Barmis und, also, ja, Barmis auf jeden Fall. Sunfire Cap wäre ganz wichtig für dich, glaube ich.
Jupp, das ist auch das Erste, was ich mir eigentlich so ausgesucht habe gerade. Perfekto Mundo. Nein, ich spiele Nautilus. Ich bin mal gespannt, ob Mundo wiederkommt, wenn jetzt Warmox gebufft wird und die ganzen Tank-Items wiederkommen. Ist in die Mitte gerade? Ja. Okay, er hat kein Ultimate mehr. Mal gucken. Ja, nein, ich würde nicht, also... Lass es lieber. Okay. Na, ich denke, ich werde wahrscheinlich unten wieder. Also der scheint es da jetzt nicht so gut zu spielen, wie ich vorgesehen habe. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich unten gleich hinstarten. Du kommst oben einfach nur zurecht, ne? Ja, du stirbst halt nicht. Solange ich nicht 0-2 stehe, ist alles gut. Alles klärchen. Ja, farmtechnisch, aber das kriegen wir auch ja. Noch. Ja. In der Mitte haben wir halt arge Probleme durch die Orianna, die halt sehr, sehr viel Frühfarm bekommt. Oh, K6 ist oben. Oh, Wukong kommt. Ja, ich hab nichts zum Teleportieren. Alles gut, alles gut. Okay. Ein Ultimate geht. Ah, komm ich leider nicht ganz ran. Also, es wäre halt ein Double Kill gewesen, aber die. Ja. Scheiß drauf. Schade drum. Also hätte ich Full Life gehabt, hätte ich hier das Ding geschafft. Das sieht man und weiß man natürlich erst im Nachhinein. Kha'Zix ist oben, sagst du, ne? Dann kannst du eigentlich... Ja. Ah, der hat noch Clawfields Hammer. Du kannst reinpushen und weggehen jetzt, ne? Hat Talia sogar den Kill bekommen, was gar nicht so schlecht ist. MP. Oben ist ein Ward. Ja, K6 ist Mitte, by the way. Nevermind. Hallo, hallo. Wir sind gerade in-game. Also eine Aufnahme. Wer ist denn da? Hallo, Aufnahme. Ah, Melo, Milosevic, grüße dich. Alles Hitovic? Du, wir sprechen gleich miteinander. Hast du noch ein bisschen Zeit? Eine Minute, bin weg. Wollte nur die Aufnahme stellen. Ja, das ist nett. Tschüss, Aufnahme. Tschüss, tschüss, Milosevic. Ja. Herrlich. So, Bart ist oben gewesen gerade. Mhm. Was auch immer er hier gemacht hat, vielleicht haben sie deinen Blue Buff geklaut. Ja. Oh, das könnte natürlich durchaus sein. Übrigens, by the way, an die Leute, die sich gerade fragen, wer waren das eigentlich? Das war unser guter alter Caster von CSGO-Bereich. Der sich immer noch weigert, LOL runterzuladen. Ja! Flamed ihn in den Kommentaren. War der Blue Buff noch da? Ja. Witzigerweise. Ja, den brauche ich natürlich als die. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich komme nach oben. Engage. Ulti? Ja. Gerade. Den habe ich. Bist du dir sicher? Nein. Lass. Okay. Wir können aber pushen dann jetzt. Hübsch. Verlierst. LOL. Nice. Lol, ich weiß nicht, wie ich den bekommen habe, ne? Aber wir können jetzt oben weitermachen. Vielleicht mit Doppelschlag? Wenn du tankst? Nein, da, oh, stopp, lass. Wer teleportiert denn nach oben gerade? Der Wukong wieder. Ja, das war nicht schlecht. Ja, ich glaube, es war mit Doppelschlag sogar. Die Ablenkzeit war da vorüber. Aber das hatte ich gar nicht. First time Talia? Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist interessant. Yeah.
Easy. Sehr schön. Darf man auch haben. Double Kill. Oben, was ist oben? Nichts ist oben. By the way, Talia ist schon wieder am Arsch. So, vielleicht kriegen wir eine Attack bei Tom da schon unten bekommen. Der Wukong muss auf jeden Fall einmal zurück. Ja. Cosmic Blade Yi. Ja, es läuft wieder. Project Yi, Cosmic Blade Yi. Yep. Wir haben The Blade, wir haben offensive Items auf jeden Fall jetzt on fire, haben so einen kleinen Bart ist wieder oben. Dadurch, ja, sehe ich, aber der wird ja nicht mehr viel machen können, oder? Also sollte es auf jeden Fall dann später auch noch Richtung Geistessicht gehen. Leute, Alter, der Basisschaden ist einfach nur insane, ne? Junge, der geht aber auf Stiften, aber ganz, ganz schnell. Ja, ich wollte schon fast hinterher, aber ich dachte, ich sehe nichts. So, bin da auf dem Weg nach oben. Warte, stehe noch drin, ist er? Nee, schau, das wäre es gewesen. So. Ich komm nach oben. Ah, Kha'Zix ist auch da. Oh, die sind zu dritt. Alles gut, wir gehen. Nein, oh, das war doof mit der Ultimate, das habe ich aber nicht bedacht. Oh. My bad. Oh, wow, das war eine gute Ori-Ult. Ja, bitte. Jetzt bist du 0-1, also 0-2 bist du noch nicht. Hast du einen Teleport? Ja, aber ich glaube, nee, das wird nichts. Reicht nicht, ne? Ja, 5 Sekunden, also von. Ja, ich bin noch nicht mal am Leben. Ja, Mitte werden die auch holen. Ja, der Drake ist gleich wieder ab. Den könnten wir uns schnappen. Also ich habe Teleport ready. Ja. Es wäre cool, wenn du zum Baron gleich, wenn du die Wave hast, gehen kannst. Und da bin ich jetzt einmal kurz warden. Yep. Jetzt haben wir zwei Ocean Drakes. Ist jetzt nicht das Beste, was geht, aber man hat es, ne? Flash raus von Ori. Oh, Teleport. Bleibst hier. Sehr, sehr schön gemacht, Junge. Boah. Got her. Ach, schade. Ah, fuck. Ja, Leute, jetzt hinter mir her. Ah, geh ich hier weg. Bottle, ja, ja. Jetzt ist die Frage so, kommt Bart noch? Der war relativ low mit einer Q. Krieg ich den da mit dem Auto-Attack-Q und dem Red Bar? Potenziell ja. Ich glaube eher die Frage ist eher, stell mich dann nicht bei selber und ist das nicht ein Scheiß-Tausch, dann den Supporter gegen, ne, zu tauschen. Ja. Alle SS. Aber okay, das war auf jeden Fall okay für mich. Jetzt kann ich mir endlich die Schuhe mal ausgebaut kaufen. Und ja, Magieresistenz steht hier ganz oben auf der Liste gegen die Orianna. Was macht der denn hier schon wieder? Bullshit. Wie die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott. Eventuell aber ja, den Frosthammer im Fall des Oh, Falles. Bitte. Was denn? Ja, ich bin gerade gestorben noch. Oh, die Ulti. Schön. Pass auf. Der Wukong dürfte keine Ulti mehr haben oder doch keinen Flash aber mehr. Da unten. Oh, schön von Rakan hier gemacht. Der wird aber ganz, ganz. Ja, gut. Nice. Lol, hat er nicht gemacht. Das war insane gespielt.
Got it. Jetzt back direkt. Schön. Das ging doch, für mich besser als erwartet. Passt, wir stehen ganz gut, bauen uns gleich, wie gesagt, den Frosthammer, um ein bisschen besser followen zu können. Auch ohne den Red Buff ein bisschen CC-Wins zu haben. Muss ich aber sagen, baue ich so selten auf Yi, den Frosthammer. Vielleicht die Titanic Hydra, denke ich mal, wird das gleich noch sein. Wenn er eins kann, dann ist es rumlaufen. Sollten bitte, wirklich, wir sollten einfach Mitte den Side Tower holen. Hier. Oh. Nee. Da war ich isoliert vom K6. Oh, sehr schön gemacht vom Rakan. Die Ultimate war. Junge! Nice! Das ist doch Talia auf. Oh, sie kommt noch weg. Rakan, der macht hier das Spiel für uns. Super geil ab Support. Schön, Junge. Einfach nur insane. Der ist jetzt angerufen. Roland. Oh, er ruft gleich zurück. Hier. Müssen wir erstmal böllern. Was ich auf jeden Fall gerne machen würde, ist gleich einen Hexhunter zu kaufen. Der nächste Drake? Ja, der nächste Drake ist gleich da. Ich hole mir einen Red Buff und dann gehe ich Richtung Drake. Du kannst Top Lane ein bisschen rauspushen. Hast du Teleport zur Not? Ja, hast du. Perfekto. Ich glaube, den habe ich in diesem Spiel noch nicht einmal benutzt. Ja, aber scheiß doch drauf, ne? Malle ist halt nur einmal im Jahr. Den Wichser krieg ich nicht! Mann, hab ich falsch gemacht. Hätte ich meine Q andersrum ausnutzen müssen, aber ich hab nicht gecheckt, dass er so schnell. Okay, du spielst mit dem Wukong zusammen. Oh, ihr werdet da angepeilt. Ich komme, hab aber keinen. Oh, ja, sehr, sehr schön. Dahinter. Ja, weiß nicht, wo unten sind die Leute. Unten haben sie die geholt, das ist eine gute Sache. Aber hier ist noch eine Orianna, was auch immer sie hier macht. Sterben größtenteils. Ich hab Smite noch ready, habe ich extra nicht benutzt für unsere Abenteuer hier. Ja, die kriegen wir, safe. Also. Ja, soll schon kommen. Gut, würde ich sagen, schönes Ding. Haben uns hier auch mal verdient. Das wird so, könnte ich ganz gut gebrauchen nach dem Hextrinker. Auf jeden Fall. Oh, wo kommt mein Bart? Ich krieg aber unten den Tower definitiv. Okay, dann machen wir das so. Oh. Nee, ich will einfach nicht sterben. Ich versuche alles, um das zu verhindern, dass hier irgendjemand stirbt. Also außer komm, die Gegner natürlich. Komm wahrscheinlich zu mir, ne? Ja, hab mir fast schon gedacht. Ich habe den Tower bekommen und der Inhab steht frei. Und ihr könnt jetzt mitmachen. Jo, wir kriegen auch einen Tower. Ja, das ist gut. Sehr, sehr cool. Gut rotiert. Möchte man einfach an dieser Stelle mal sagen. Gut, wir können uns jetzt den Frosthammer finally holen. Der natürlich sehr, sehr wichtig für unser weiteres Vorgehen ist. Und, wir warten noch auf den Hextrinker.
der auch natürlich ein sehr, sehr wichtiges Item ist. Ich werde eigentlich noch so viele Items haben, die ich im Kopf habe, die ich jetzt gerade gerne haben möchte, weil sie mir weiterhelfen würden. Ich werde gerne so viel tankiger sein halt. Aber okay, gut, gehen wir weiter. Bis dato läuft es doch recht vernünftig, möchte man sagen. Nächster Drake ist übrigens wieder ein Ocean Drake. Der Baron ist gleich da und wir haben mit der anderen Baron halt nichts angefangen. Du kannst oben Split pushen, ne? Wir haben aber ich habe jetzt halt keinen Teleport, um irgendwo hinzukommen. Alles gut. Ja, hat der den Wukong, die kommen aber wahrscheinlich nach oben. Hat der Wukong dann einen Teleport, weißt du das? Oh Gott. Nee, also ich würde sagen, ja. Also ich wüsste nicht, wann er ihn benutzt haben soll. Okay. Baron ist übrigens Warden, bitte. Wukong geht relativ tanky. Genau, was gar nicht so doof ist für ihn. Orianna und sowas in Mitte. Das heißt, den Tower werden wir oben bekommen. Wieder Tower mehr. Wo ist denn mein Red Buff? Der ist weg. Aber wir haben wieder gut durchgepusht. Also wir rotieren stärker als die, das ist eine ganz geile Sache. Hast du einen Clans oder sowas? Schade. Ne, was? Hier ist ein Ward drin, da heißt das, ne? Red Trinket müssten wir eventuell langsamer haben. Alter, das hat nicht gemacht. Er portet zurück. Wir wollen das aber nicht aufgeben, also nicht kampflos aufgeben. Am besten wäre es halt hier, wenn Flash raus. Aber mein Ulti raus. Oh lol. Lol, oh, der nice. Hat seine Ulti. Geil. Gut, Snow. Yes. Auf das Ding. Ich übernehme gerne und kann dann jetzt dashen. Sehr cool gemacht, Leute. Ja, das ist der Tower, Inhib und danach der Baron. Oh Gott, Alter, mein Hexring hat mir gerade den Arsch gerettet, ne? Wobei, das ist eine gute Idee eigentlich hier. Wären wir jetzt nicht zu greedy, ist die Frage. Wobei, wenn der schon frei ist. Ja, ich hab den ja frei gemacht, du. Einmal bitte, ich hab gesagt, einmal bitte frei machen. Also die Orianna Ulti, die Orianna kann da. Hier. Die haben drei offene Inhibitoren, die können gar nicht den Baron. Also wenn die den Baron contesten, machen die Minions Schluss. Fertig. Und danach gibt's auch noch einen Drake. Ja. There you go. Wird einfach nur weggeschlitzt. Und back. Sehr, sehr cool, Leute. Da kann man einfach mal klatschen. Insane. Jetzt noch was mit Rüstung kaufen, dann bin ich glücklich mit der Welt. Ich gehe zum Red Buff und dann können wir zum Drake direkt gehen und dann können wir eigentlich wenden. Weil wir haben drei offene Inhibitoren mit dem Baron Buff, mit den drei Drakes. Xayah hat schon 6 Tränen gekauft. Das ist gerade ziemlich cool. Muss gestackt werden.
GG. PP. Ja, ich würde sagen, stabiles Game, haben es nicht durch Kills gewonnen oder sowas, sondern durch Rotations. Und das ist eigentlich ein ziemlich seltener Sieg in der Elo, muss man sagen. Dass man wirklich durch Rotations gewinnt, finde ich. Xayah hat sich bei uns nochmal exekuten lassen. Von den Minions. Hier mal ein Ulti. Er wird auch nicht mehr viel machen können. Vor allen Dingen können die da gar nichts machen, um genau zu sein. GG! Martin, danke fürs Mitspielen! Ja, bitte, bitte. Nächstes Mal vielleicht auch als Support. Nächstes Mal vielleicht auch als Support, da kann ich gerne Addy Carry spielen. Euch danke fürs Mitschauen. Ich muss ehrlich sagen, ja, der Yi-Skin ist schön. Ist jetzt nicht unglaublich fantastisch. Ich finde den Project Yi-Skin immer noch ein bisschen besser, bin ich ganz ehrlich. Ich versuche jetzt gerade euch noch irgendwie die Lobby zu zeigen. Da ist sie. Ich finde den Project Yi-Skin immer noch ein bisschen schöner. Ist persönliche Geschmackssache, aber denke ich einfach. Ansonsten, sehr, sehr geil. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben, damit ihr mich unterstützt. Und schreibt mir in die Kommentare, welchen ADC ich denn mal mit Martin zusammen spielen soll. Eventuell dann auch noch mit Erfolg. In dem Sinne, knatscht der Stuhl hier die ganze Zeit. Ich bin jetzt irgendwas anderes machen und euch noch ein ganz schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.